sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Professor Schöller. Ich bin der Inhaber einer Pension, daher auch der Name Pension Schöller. Der junge Mann, der neben mir steht, ist mein Neffe Eugen Rümpel. Er hat den unabdingbaren Wunsch, Schauspieler zu werden. Worauf du dich verlassen kannst, Onkel Schöner. Eugen, ich heiße Schöller. Das sage ich ja, Schöner. Also pass mal auf. Sag einmal ganz kurz und knapp, Pension. Pension. Ist doch ausgezeichnet. Ist ja auch kein N drin. Moment mal, ja, hast du recht, ja. Dann sag mal ganz schnell, Schöner. Schnell. Oder langsam? Langsam. Schöner. Meine Damen und Herren, Sie werden bemerkt haben, dass mein Neffe einen sehr, ich möchte nicht sagen schweren, aber immerhin, also einen sehr störenden Sprachfehler hat. Er kann kein L aussprechen. Aber Onkel, ist denn das so schlimm? Gnädig nicht dieser kleine Buchstabe fällt mir so entsetzlich schwer. Hat nicht der Mostenes da einen ähnlichen Fehler, hatte Kiesenstein in den Mund genommen, ist am Meeresufer entlang gelaufen, um seine Stimme zu stähnen. Ja, aber bei dir helfen keine Kieselsteine, bei dir müssen schon Ziegelsteine sein. Ja, und wenn Ziegelsteine nicht helfen, dann nehme ich Pflastersteine. Und wenn Pflastersteine nicht helfen, dann... Ja, dann gehst du zum Theater. Jawohl, und ich nehme alles Schöne im Leben, aber in deiner Pension... In meiner Pension, die berühmteste Pension ist, weit und breit, ist mein Zuhause auf dieser Welt, wo sie mein Glück in ihren Händen hält. Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Erlauben Sie mal, ja? Bitte nicht Sie. Hm? Nicht will ich dir verlängern, diese Qualm. Du heuchnerische Buhne, du! Was ist denn das? Das ist mein Neffe, Eugen Rümpel, der lernt eine Rolle. Ich werde ihn sofort zur Ruhe weisen. Einen Augenblick, bitte. Erika! Mein armes Kind, hat er dir wehgetan? Nein! Er lässt nicht locker, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Er will unbedingt meine Irrenanstalt sehen. Aber Herr Professor, bitte, bitte, so helfen Sie mir doch, bitte. Ich bin ja dabei, Herr Klapproth. Meine Herren, ins Badezimmer unter die Dusche. Nein, nein! Sag nicht ja, sag immer nur vielleicht. Denn vielleicht hast du damit erreicht. Oh, jetzt habe ich aber genug. Raus jetzt! Auf der Stelle! Aber, mein Bedarf an deiner Familie ist gedeckt. Ein für alle Mal. Aber bitte! So ein Glück, dass Sie da sind. Wieso, was ist geschehen? Ich habe im ganzen Haus kein Zimmer mehr frei. In jedem sitzt einer. Wer sitzt? Einer von Ihren Vögeln. Kochen Sie! Sehen Sie! Schauen Sie sich diese Mäulchen mal an! Ja, wie wollen Sie denn die Gesellschaft wieder zurücktransportieren? Gaben Sie vielleicht Ihre Vögel, fliegen von alleine wieder nach Hause! Ja, ich bin doch kein Ehrenarzt! Er ist mein Tango, der tanzt wundervoll. Mein Jumbo, der tanzt wundervoll. Und in dieser meiner Pension, der Pension Schöller, erwarte ich Sie, Sie, Sie und Sie, Anne.